Ja, recht herzlich willkommen beim Online-Ferienpass vom Kreisjugendring Neuburg-Schrobenhausen. Ich möchte euch ganz kurz einmal zeigen, wie das Buchen hier vonstatten geht, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also grundsätzlich ist die Seite so aufgebaut, dass ihr hier eine Suchmaske habt. Ihr könnt nach Aktivitäten suchen, Alter, Inklusion für Kinder, Angebote für Kinder mit Behinderungen. Ihr könnt in den Gemeinden schauen, was in den Gemeinden für Aktivitäten angeboten werden. Ihr könnt eine Eingrenzung vom Alter her machen und ihr habt nochmal Kategorien, Tages-, Mehrtages- und Freizeitaktionen. Wenn ihr euch für ein Angebot entschieden habt, ihr seht, ihr könnt hier runterscrollen, hier unten geht das immer weiter. Dann klickt ihr einfach drauf und ihr bekommt die Detailansicht von diesem Angebot. Hier oben in dem blauen Kasten stehen alle relevanten Informationen. Hier wird das Angebot auf der linken Seite nochmal beschrieben. Ihr seht rechts, wenn Fotos vorhanden sind, laufen die einfach so durch. Wir haben hier den roten Kasten, wo nochmal wichtige Informationen angegeben sind und ihr habt einen Preis. Und jetzt, wenn ihr sagt, gut, das ist was für mein Kind, dann schreibt ihr den Namen da rein. Ich mache jetzt mal Klaus Maus. Geburtsdatum gebe ich ein. Und sage, ich möchte das Kind jetzt anmelden. So, jetzt seht ihr hier das Angebot nochmal. Ihr könnt das nochmal überprüfen und könnt im Prinzip jetzt sagen, gut, das war jetzt das eine Angebot und das ist eben neu zum letzten Jahr. Ihr könnt jetzt auch sagen, gut, ich möchte einfach weitersuchen. Das heißt, im letzten Jahr musste jedes Angebot einmal abgeschlossen werden. Wir gehen nochmal einen zurück und wir wollen jetzt einfach nochmal schauen, was gibt es denn hier noch für Angebote. So, nehmen wir nochmal einfach hier den Kräuterhexentag dazu und sagen, das soll vom Klaus die Schwester haben. Das ist die Laura Maus und die ist am 20.10.2010 geboren und die setze ich auch noch mit dazu. Und jetzt kann das im Prinzip lustig so weitergehen. Ihr habt hier wie in so einem normalen Warenkorb werden jetzt die einzelnen Aktivitäten aufgelistet und ihr könnt im Prinzip hier auf der rechten Seite auch nochmal sehen, ihr habt zwei Artikel, das sind 9 Euro und ihr könnt dann zur Kasse gehen. Ich mache mal diesen Bestellvorgang, schließe ich mal nicht ab, weil ich diese Buchung ja jetzt eigentlich auch nicht vornehmen möchte. Wir haben hier auf der Seite, klicke ich nochmal zurück, alle relevanten Sachen nochmal hier. Das ist eine Übersicht, nochmal eine Gesamtübersicht vom Ferienpass. Wir haben hier die Bildergalerie, da werdet ihr zur Seite des Kreisjugendrings nochmal geleitet. Und wir haben hier alle wichtigen Einverständniserklärungen, also wenn ihr da nochmal aufgefordert werdet. Unsere AGB ist hier zum Anklicken. Ja, das war es eigentlich schon. Ein recht einfaches Buchen. Sollte es Schwierigkeiten geben, solltet ihr mit irgendwas nicht klarkommen, dann zögert nicht und ruft den Kreisjugendring an und ja, schildert euer Problem und wir werden euch dann mit Sicherheit helfen können. Also, jetzt wünschen wir euch viel Spaß und beim Buchen und schöne Ferien. Ciao.